Willkommen zurück zu einem weiteren Part hier in Resident Evil Remaster mit mir, dem Rappelzappel. Ja, eigentlich könnten wir das nicht mehr Remaster nennen. Ich meine, das ist Resident Evil auf dem Zahnfleisch laufen. Wir haben ja kaum noch Munition. Ja, Resident Evil auf dem Zahnfleisch laufen. Gut. Ich denke mal, weil diese Tür, die wir jetzt im letzten Part aufgemacht haben oder freigeschaltet haben, denke ich mal, werden wir die Tür jetzt zuerst nehmen. Bin ich fest davon überzeugt, dass wir da vielleicht weiterkommen. Dass wir jetzt nicht den großen Fahrstuhl nehmen, sondern einfach die Tür hier hinten. Weil das würde mich mehr interessieren, was hier hinter ist. Na super, ein Gruselraum. Das alles doch so vermodert hier aussieht, ist auch so ein Ding. Muss ja schon seit Jahren hier verlassen sein. Wenn man das Ganze mal so nimmt. Jill? Chris! Chris! You're alive. Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. It won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. Super. Kann er sich ein bisschen Munition geben? Hat er ja nichts dabei? Na, geilo. Deswegen bin ich jetzt hier runtergelaufen. Really? Gut, also doch mit dem Fahrstuhl fahren. So, was gibt es hier oben jetzt noch? In der großen Rundung gibt es auch noch was. Hier war es ja nur das Farbband. Hier hat man ein Farbband drin vergessen. Liegt dann nämlich gleich auf dem Stuhl. So, das weiß ich. Hab mich drauf eingestellt. So, der Raum daneben, der ist clear. Hier muss es noch was geben. Suchen wir mal jetzt. Vielleicht ein Messer oder irgendeine Batterie oder sowas. Laufen wir mal alles ab. Muss ja irgendwo blitzen und blinken. So, wenn, dann muss es hier hinten sein. Ein Magazin. Na toll. So, haben wir das jetzt? Gut, jetzt ist das auch geklärt. Dann durchsuchen wir den Raum da hinten noch. Ja, muss es auch noch was geben. Ich hätte mich über ein paar Granaten mehr gefreut. Aber ich will nicht willerig sein. Ich bin dankbar über jeden Schuss, den ich mit der Hand schmeißen kann anscheinend. Da liegt doch... Da liegt doch ein Messer, oder nicht? Jill? Jill, da liegt ein Messer. Hat die das jetzt übersehen, oder? Will die das nur nicht? Irgendwo muss ja noch was sein. Reihe von Chemikalien. Da, oder? Irgendwo soll ja noch was sein. Kann er denn nur hier irgendwo sein? Da. Erste-Hilfe-Kasten. So, dann haben wir das auch. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Ja, super. Aber ich will nicht willerig sein. Ich bin ja über alle dankbar. Enthält ein grünes Kraut. Ja, das ist... Ja, finde ich gut. Nehmen wir mit. Dann auf zum Fahrstuhl. Die Tür ging nicht auf, die war verschlossen.
denke mal, das war das, wo wir durch die Lüftungsschächte gekrochen sind. Da war, glaube ich, schon den Raum da drinnen. Okay. So, auf zum Fahrstuhl. Bitte? Jill. Barry. Barry. You've at least waited up for me, you know? Let's go. Ah, wo kommt der denn noch immer her? Den hätten wir gut gebrauchen können. Hätte ich Barry ein bisschen schießen lassen. Dann hätte er seine Munition verballert. Ich meine, der hat ja auch so eine dicke Betty da in der Hand. Oh, Giftgas. Liegt das richtig? Das riecht nach Giftgas. Er riecht jetzt nicht, aber es sieht aus. Es dampft, es ist grün, es muss Giftgas sein. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh. Hey! Umbrella. Nicht ins well, Gesicht. I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Na, reizend. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Danke, Barry. Barry! Forgive me? No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Oh, Barry, jetzt musst du mir helfen. Ohne deine Hilfe schaffe ich das nicht. Wenn es geht, lassen wir Barry schießen. Jill and Barry together. In hell. In hell. Du wirst gleich in der Hölle landen. Gib mal, der blutet doch schon aus dem Arsch. Want a piece of me? What? Premature. Ey! No, Barry! Scheiße, können wir seine Waffe haben? Cultured freak. Boah, na super! Barry, kann ich deine Waffe haben? Das wäre echt reizend. Alter, was machen wir jetzt?
Ja, das hat nichts gebracht. Das Ding war ja mal völlig kacke. Ja, da können wir nicht drin füllen. Hält, ey, was ist denn jetzt los? Beobachtungsnotiz, ey, mitten im Kampf hier. Beobachtung zum Wesen der... Beobachtung zum Wesen. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des, was? Progenitor-Virus. Progenitor-Virus, okay. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde zum Testobjekt verabreicht. Okay, das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigung zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist es mir klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist evolvierte ein angemessenes Wort. Okay. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übertrifft. Okay. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffe prägen würde. Ja. Ich kann es gar nicht. Was? Ich kann es gar nicht abwarten. Alexia. Von der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es nach ein paar Jahren dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. Okay. Barry, hast du wenigstens eine Waffe? Nee, der hat nichts. Der hat keine Waffe. Der hat nichts. Und hier liegt doch nichts. Hier liegt doch nichts rum. Warte, die könnte jetzt irgendwie mitnehmen. Ey, das ist mega scheiße. Scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Super, wie soll ich denn den jetzt umlegen? Wenn hier nichts rumliegt. Ich hab nichts, was ich benutzen kann. So, wir müssen abwarten. Wir müssen kicken, dass wir den hier kriegen. Und wo kommt er denn? Von der Seite wieder. Daneben. Ich werde versuchen, die Pistole so weit wie es geht runterzuschießen. Ja, ich werde versuchen, die Pistole so weit es geht runterzuschießen. Ach. Okay. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. So. Barry! Ey, dachte, der wäre tot. Ey, da hätte er noch ein bisschen mitschießen können. Jill, sorry. Simulant. That was careless of me. Wesker. Er ist weg. He's gone. Ich dachte, er ist weg. Let's just get out of here. So. Kriegen wir jetzt ein paar Waffen hier? Was Unheimliches habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. So, ich hätte gerne ein bisschen Munition. Hier gab es ja nichts. Aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Ruhe. Jetzt verfolgt... Ah, da oben hat er was. Da oben hat er was. Wurde geöffnet. Okay, alles klar. Oder leuchtet das einfach nur so? Jetzt leuchtet einfach nur so. Schade. Echt keine Munition. Jetzt stell dir mal vor, wir werden hier mit nichts runterjagen, nur mit dem Messer. Gibt da so Hardcore-Freaks?
hier gibt's nichts. Ich hab was in der Ecke versteckt. Alter, das ist ja. Aber wir haben es geschafft. Mit der Pistole. Selbstzerstörung ist aktiviert. Umgehende Evakuierung. Alle Schlösser werden deaktiviert und geöffnet. Los, Beeilung. Ja, komm. Jetzt müssen wir unseren Kumpel da unten noch rausholen. Der hängt da unten noch. Also wir wollen unseren Kumpel da mitnehmen. Glück läuft keine Zeit ab. Alle Türen sind geöffnet. Ich würde gerne mal was Dicket in die Hand nehmen. Verwenden wir, dann sind wir gesund. So. Ja, mit 11 Schuss werden wir da nicht weit kommen. Ey, wir müssen auf jeden Fall irgendwie was finden. So, jetzt holen wir unseren Kumpel erstmal aus dem Gefängnis. Aber alle Türen sind jetzt deaktiviert. Das heißt auch die Sicherheitstür da unten. Und ich hoffe, der gibt uns als Belohnung irgendwas. Bisschen Munition wäre geil. Irgendwie sowas. Vor allem Säuregranaten wären cool. Ich stehe auf diese Säure-Kacke. Das ist ja mega geil. So. Das Schloss ist geöffnet. Ja, mach doch auf. Ach Mensch, Mädel, hättest du doch gleich machen können. Ich weiß da Bescheid. So. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Jetzt nichts wie raus hier. So. Ich meine Munition, nischt. In Umarmung, dich mal ein feuchter Händedruck. Aber er hat eine Waffe. Sehr gut. So, komm, Bro. Wir verschwinden von hier. Komm, 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 komm. So. Jetzt müssen wir uns vorbereiten. Ich glaube, jetzt zum Ende. Ja, jetzt rennt er auch noch vor. Ich befreie ihn und jetzt rennt er vor und lässt mich hier alleine. Ey, na, das ist ja einer. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal in die Kiste rein, speichern nochmal ab. Ist jetzt ganz wichtig, abspeichern. Ganz wichtig. Abspeichern. Weil das klingt jetzt hier verdammt nach Endspurt. So, und das Ding machen wir jetzt hier auch fertig. So will ich das Ganze mal sehen. Guck mal hier. Egal wie lange das jetzt dauert. Folge machen wir voll hier. Das Fahrband verwenden, ja, bitte, komm. Die Zeit drängt hier, ihr habt keine Zeit hier. 21 Mal haben wir abgespeichert. Zieht euch das mal rein. So, mal einen Schluck getrunken. Gut, dann packen wir das jetzt rein. Ja, wir müssen jetzt alles mitnehmen, was wir haben. Hier, 2 Schuss noch davon. Wir nehmen alles mit, was wir haben. Noch ein Kraut. Auf jeden Fall. Haben wir sonst irgendwas an Waffen? Nee, wir haben gar nichts mehr. Ha! Zieht euch das mal rein, wir haben echt nichts mehr. Wir hätten vielleicht noch ein Serum oder sowas, aber ansonsten, das, was wir jetzt hier haben, damit müssen wir zurechtkommen, damit müssen wir kämpfen. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt nochmal eins hiervon mit. Dann haben wir 3 Stück, ich denke mal, das reicht. So, und auf geht's. Oh. Die letzte Munition, wenn das nicht klappt, wenn das nicht funzt, Freunde.
Come on, come on, hurry! Ja, ich beeil mich doch. Was ist denn los hier, Mädels? Mach doch schon mal die Tür auf. Nee, das muss die schwache Frau machen. Ach. Na komm, Schrotflinte nehmen wir auf jeden Fall mit. Koffer können wir hier lassen. Das ist unsere letzte Chance. Alter, ich bin mir jetzt erschrocken. Ich dachte, da kommt jetzt irgendjemand angebottet. Ein Gegner. So, hier, gib mal gleich die grobe Kelle hier, der zarte Gemüse. Oh, was ist das hier? Da liegt da was? Was ist denn das? Mehr Objekte können sie nicht tragen. Was zum Teufel? Reinste Verschwendung jetzt. So, komm, was ist das? Sicherungskasten mitnehmen. Ach, die müssen wir jetzt hier... Oh Gott, ey. Ja. Damn it! We're almost there! Jill, you just hit in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Boah, man. Drei Minuten zur Detonation. Das schaffen wir doch nicht. Den müssen wir doch rechtzeitig umlegen, den Kumpel. Nee, komm. Boah. Ich meine, Wesker ist ja auch noch bewaffnet. Was ist denn das hier? Signalraketen mitnehmen. Müssen wir das jetzt verwenden? Ich glaube schon, wa? An allen vier Ecken. Müssen wir das verteilen, oder? Oder mitten auf dem Feld? Ich glaube, mitten auf dem Feld, wa? Oh, dicke Marie. Oh Gott, Wesker ist mutiert. Ja, super. Den hat er gleich mal... Komm, Barry. Jetzt nicht nochmal. Jetzt ist seine Knarre alle. Ich glaub das ja nicht. So, pass mal auf, Kollege. Ich habe ich unten schon fertig gemacht. Warte mal, das machen wir jetzt hier mal Kombination hier. Jetzt geht's ab hier. Jetzt bin ich ja fuchtig. Gib mal das Ding hierher. Hat er den jetzt umgelegt? Muss ein gutes Feld haben. Scheiße. Dann haben wir vor ihnen mitgeklatscht. Mal, bist du bescheuert? Oh, Warnung, Warnung. Ich habe echt schon alles verbraucht jetzt.
Scheiße! Nein, 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 nein. Alle. Scheiße! Boah, ich glaube, da kommt nur noch drei Dinger. Also nur noch zwei. Ey, komm, Pistole. Ich meine, das hat vorhin, hat das geklappt? Scheiße, ey, komm ja nicht so schnell weg. Wie der zuhaut. Alter, komm, Warnung, wir nehmen das letzte Teil hier. Was hat das hingeworfen? Wo hast du das hingeworfen, du Arsch? Da! Gib her! Vier Schuss! Digga! Geh mir aus dem Weg! So, zerfleischt ihr. Jetzt gibt's Hacke, Peter. Alter Schwede. Ey, ich dachte wirklich, jetzt hat unser letztes Stündchen geschlagen. Ich war schon nervig. Ich hab mal schon tot gesehen. Aber auch nicht so schlimm gewesen. Die haben ja super abgespeichert. Wir haben ja super abgespeichert. Boah, ist ja wie bei Cobra 11, ey. Mitten auf der deutschen Autobahn gibt so eine Explosion. Ein VW Käfer. Pff, halb Berlin weggerissen. Cobra 11, die Autobahnpolizei. Boah, wir haben es echt geschafft, Freunde, so wie es aussieht. Boah, ich bin echt froh, muss ich wirklich sagen, ich bin echt froh, dass wir das Ding jetzt hier durch haben. Gut, abschließende Worte. Es ist wirklich ein sehr altes Game. Hier die Nachproduktion, oder besser gesagt hier, wo jetzt die ganzen Entwickler und jeder, der mit dem Spiel zu tun hatte, jetzt wo wir das hier sehen, das haben sie natürlich nicht in HD gemacht. Das ist immer noch die alte Grafik. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Das ist immer noch die alte Grafik. Alles ein bisschen grisselig, ein bisschen pixelig. Aber vielleicht ist das auch so gewollt. Von der Sache her, es ist wirklich ein altes Game. Muss man zugeben. Aber dafür, dass es wirklich schon so alt ist, haben sie das mit dem HD Remastered echt gut hinbekommen. Muss man wirklich sagen. Also sie haben es echt gut hinbekommen. Und der Spielspaß ist auf jeden Fall noch da. Für die Leute, die Resident Evil begeistert sind, müssen sich auf jeden Fall den ersten Teil gönnen. Ich weiß gar nicht, ob die HD-Version, ob es die nur für den PC gibt, hatte ich mich nie schlau gemacht. Oder ob das auch für die Konsole, ob sie das auch nochmal irgendwie nachbearbeitet haben. Ja, dass es jetzt zum Beispiel für die PlayStation 4 das noch gibt, in der HD-Version, dass man das da auch irgendwie in der besseren Grafik soweit spielen kann. Aber auch in der normalen Grafik. Aber ich glaube, den ersten Teil, den gibt es gar nicht mehr. Auch wenn sie das noch nicht irgendwie nachbearbeitet haben. Ich glaube, den ersten Teil gibt es gar nicht mehr so zu kaufen. Ja. Wenn der nochmal rauskommt, dann wird das nur so eine Remastered-Sache sein, dass sie das nochmal ein bisschen nachbearbeitet haben. Alles andere wäre aus meiner Sicht Quatsch. Ja. Also von meiner Seite aus eine klare Kaufempfehlung für alle Resident Evil-Begeisterte. Das muss man sich auf jeden Fall gönnen. Ich hoffe, dass irgendwann mal der zweite Teil auch in der Remastered-Version noch rauskommt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn Capcom Jill, sich da nochmal ranmachen würde. So, Spielzeit 13 Stunden, 36 Minuten und 55 Sekunden. Erledigte Kreaturen 140. Abgefeuerte Schüsse 425. Verbrauchte Farbbänder 21.
Verwendete Heilobjekte 38. So, Taste drücken. Wir drücken einfach mal. Mal gucken, was kommt. Jill hat ein neues Kostüm, okay? Sie haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können sich im Ankleideraum umziehen. Taste drücken. Ja, das müssen wir das hier abspeichern, wa? Ich glaube schon. Ich glaube, das muss man jetzt hier nochmal abspeichern. Durchgespielte Daten. Jo. Verlassen wir es einfach dabei. Ja, dann haben wir das da jetzt zu Ende. Gut. Um es kurz zu halten, Freunde, ja, wir sind da jetzt schon wieder bei 30 Minuten, aber das war natürlich der Endkampf gewesen und ich muss ja auch mein Statement dazu geben, auch wenn ich oft gestorben bin, es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, auch wenn ich an einigen Passagen echt verzweifelt bin, weil ich finde Resident Evil 1, das hat noch etwas, das hat in dem Sinne hat das noch was von den Rätseln und von den ganzen Sachen, die man da machen musste, finde ich das eigentlich sehr anspruchsvoll. Also man wird echt gefordert, man muss wirklich ein bisschen nachdenken und für die Leute, die das Spiel zum allerersten Mal spielen, ist auf jeden Fall sehr viel Denkschmalz angebracht. Obwohl ich das damals sehr oft durchgespielt habe, war ich selbst nach Jahren jetzt immer noch ein bisschen durch den Wind, was so gewisse Sachen angeht. Da war es zwar so, ein gewisser Schleier war in meinem Kopf drin gewesen, dass ich wusste, okay, irgendwie so muss das laufen, aber genau wissen konnte ich das auch nicht. Ja, aber es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat das Let's Play auch beim Zuschauen ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Resident Evil Remaster Projekt positiv bewerten würdet und gebt mir mal ein Feedback. Ja, ich würde das jetzt erstmal bei Jill belassen und jetzt nicht mit Chris. Ich glaube, der andere war Chris gewesen. Ich glaube, da konnte man mit Chris dann spielen. Ich würde das jetzt erstmal mit Chris noch auslassen, weil ich möchte mich jetzt gerne noch um andere Projekte kümmern. Sollte euch das aber wirklich sehr am Herzen liegen, dass wir das Ganze jetzt auch nochmal mit dem Mann durchspielen, mit Chris müsste das glaube ich sein, dann hinterlasst mir das, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und wenn sich genug Leute dafür bereit erklären, wenn genug Däumchen da sind, ich bin jetzt einfach mal so hartnäckig, wenn genug Däumchen da sind und die Leute davon begeistert sind, würde ich natürlich auch das Ganze nochmal mit dem Mann durchspielen. Da haben wir zum Beispiel die Schwierigkeit, dass wir zwei Inventarplätze weniger haben. Also das heißt, wir müssen dann ganz genau überlegen, wann wir wie, wo, was machen. Ja. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr so lange durchgehalten habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Schaut euch ein bisschen auf meinem Kanal um und auf jeden Fall schaut auch auf meinen Partnerkanal, ja, Smiling Deadly, werde ich nochmal in die Videobeschreibung hineinpacken, den Link zu dem Kanal, da haben sich drei junge YouTuber und ich, wir haben uns da zusammengetan, um unsere Projekte da irgendwie so zu präsentieren, dass wir halt einen Kanal haben, wo viele Sachen halt auch angeboten werden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch mal ein bisschen vorbeischaut. Ansonsten, ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses schaut. Bleibt mir treu und vor allem gesund. Und ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Muss ich mal auch noch so mit in die Runde schmeißen. Ein Däumchen wäre zumindest auch ein Träumchen bei den ganzen Projekten. Gut. Dann bleibt mir treu und vor allem gesund. Haut da rein, euer Rappelzappel. Zers, ihr Lieben.